Du hast ja dieses Jahr mit deiner Sendung nicht nur Mutti beleidigt, sondern noch ein paar andere mehr. Ulf, zeig unserem Gast das Foto. Du siehst, wir haben einige illustre Auftraggeber, die dich gerne tot sehen wollen. Unter anderem die Genossen von der SPD. Und von denen haben wir noch einen ganz besonderen Gruß. Ulf, fang an mit der Folter. Folter? Moment mal, ich... Aufhören! Die Welt. Ja, du hättest mal lieber aufhören sollen, so komische Filme über die SPD zu machen. Hallo, Taxe! Guten Tag, mein Herr. Wo soll's denn hingehen? Wohin soll's noch gehen, wenn man schon ganz oben angekommen ist, nicht? Ich kenne Sie doch. Sie sind doch Günther Gabriel. Berauscht bin ich. Nur noch 6 Wochen und ich bin Kanzlerin. Ich befördere keine Betrunkenen. Mir doch Schnurz. Ich bin ja schon befördert zum wichtigsten sozialistischen Politiker seit Margot Honecker. Ah, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Sie sind doch der, der die Wahl nicht gewonnen hat. Aber mein Plan geht auf. Alle Parteipfeifen sind ausgeknipst. Jetzt muss ich nur noch die Merkel vom Chefstuhl runterschubsen, nicht? Sie machen mir ja Angst und Bange, Herr Steinbeißer. Dann werde ich eine ganz große Nummer. In China einmarschieren, Sky-Abonnement für Umme und mir die Fruchtgummibärchenfabrik in Castrop-Rauxel einprivatisieren. Entschuldigung, hallo Herr Wachtmeister. Ich habe hier einen Irren, der versucht, das Land zu übernehmen. Ja, Glückwunsch, dann rufen Sie doch die Polizei. Oh, tschüss. So eine Scheißbullen. Lass mich raus, dann rauche ich, bevor ich zur Merkel hochgehe, noch in Ruhe eine Crack-Pfeife. Ja, verstehst du? Ist gut, mach 22,50. Mark 30, ja, stimmt so. Was. Sie hatten uns doch allen Mindestlohn versprochen. Das war gelogen, du naiver Idiot. Hätte ich Sie doch bloß nicht gewählt. Zu spät. Wäre ich doch nur Zahnarztfrau geworden. Tja, leider fand die dicke Gabi den Film nicht so witzig wie du. Nee, ne? Aber das kann sie dir auch persönlich sorgen. Guten Abend, Tello. Oh, Herr Gabriel, hören Sie, wegen dieses Films... Das hat in der SPD große Verärgerung am Ende hervorgerufen. Ja, ja, das kann ich verstehen, aber deshalb muss man ja nicht gleich... Hören Sie, nur weil wir einen albernen Film über die SPD gemacht haben, muss man mich doch nicht gleich umlegen. Nee, ne? Nee, wir legen doch keinen um. Nur wegen einem Film über die SPD. Nein, genau. Aber ihr habt ja 2 gemacht. Ne, als der August Bebel 150. Todestag hatte, da habt ihr behauptet, die SPD wäre gestorben. Wir berichten heute live von der Trauerfeier für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz SPD. Viele haben die SPD ja zum Schluss gar nicht mehr gekannt. An Namen wie Frank-Walter Steinmeier, Andrea Nahles oder Per Steinbrück werden sich auch nur noch die Älteren erinnern können. Was hat Ihnen an der SPD am besten gefallen? Gut, ich da... Sie sind erschüttert noch. Ich verstehe Sie, ich verstehe Sie. Wenn Sie weinen möchten, Sie könnten sich hier an meiner Schulter gerne... Keiner muss immer stark sein. Nee, das weiß ich. Ich habe schon mehrmals geweint. Der Tod der SPD kam wenig überraschend. Schon die Hartz-IV-Gesetze haben das Herz der Partei angegriffen. Und dann... Sinkende Umfragewerte, ein blutleerer Wahlkampf. Am Ende versagten die Organe. Darf ich Ihnen... In dem Zusammenhang vielleicht die Blume überreichen? Ja. Das ist eine schwere Zeit für uns alle. Hören Sie jetzt den letzten Parteivorsitzenden der SPD, Sigmar Gabriel. Er erinnert noch einmal an die schönsten Momente der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 1870, 71, 1891, 1869, im Jahre 1879, muss man sich immer überlegen. 1875. Entschuldigung. Erinnerungen an eine Zeit, als die SPD noch eine richtige Partei war. In all den Jahren SPD, was fällt Ihnen da ein? Was ist das Schönste für Sie gewesen? Zeit mit Willy Brandt. Schönste Erinnerung, das war eine Parteiveranstaltung kurz nach der Wiedervereinigung mit Willy Brandt in Gotha. Da hat man die Grundwerte der Partei erkennen können. Da war die Ursprungsstimmung wieder da. Uli Valnion singt noch ein letztes Mal Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Schwestern zum Lichte empor.
Die SPD ist tot. Wer hat denn jetzt die undankbare Aufgabe, es dem Herrn Steinbrück zu sagen? Das geht uns wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Totgesagte leben länger. Meine Damen und Herren, auch Sie werden Gelegenheit haben, sich zu verabschieden. Sie können am 22. September an die Urne treten und unsere SPD beerdigen. Das war Caro Corneli für Extra 3. Ah! Hören Sie auf! Ich mache alles, was Sie wollen. Ich wähle sogar SPD. Bitte? Ich wähle SPD. Sympathisch. Lassen Sie mich dann am Leben? Das glaube ich nicht.